Klimakrise, Treibhausgase, Energiewende. All diese Wörter sind mittlerweile allgegenwärtig. Und in dem Zusammenhang fällt oft noch ein weiteres Wort: Dekarbonisierung. Aber was heißt das überhaupt? Und wie hängt das alles zusammen? Ich habe nachgefragt. Und zwar bei Siegfried Müllecker, dem Leiter der Energietechnik bei der Salzburg AG. Aber bevor wir uns darum kümmern, was Dekarbonisierung in der Umsetzung bedeutet, wollen wir uns zunächst den Begriff anschauen. Carbon ist das Element Kohlenstoff, eines der wichtigsten Elemente auf diesem Planeten. Ohne Kohlenstoff gibt es kein Leben. Sogar wir selbst bestehen fast zu einem Zehntel aus Kohlenstoff. Der steckt, wie es der Name schon sagt, auch in Kohle, genauso in Öl oder Erdgas. Wenn man das verbrennt, wird Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Und da haben wir ein Problem. Ein guter Teil verbleibt in der Atmosphäre für viele, viele Jahre. Und das bewirkt, dass der Treibhausgaseffekt auf der Welt verstärkt wird. Das heißt, je mehr CO2, desto wärmer wird es. Oder anders gesagt, je mehr CO2, desto stärker ist die globale Erwärmung. Das heißt, CO2 befeuert die Erwärmung des Planeten. Ungefähr ein Drittel des weltweiten CO2-Ausstoßes verursacht der Verkehr. Ein Drittel die Industrie und ein Drittel die Energieerzeugung. Hier vor allem große Kohle- oder Gaskraftwerke. Um den Planeten nicht noch weiter aufzuheizen, wird dekarbonisiert. Dekarbonisierung bedeutet, dass man aus allen Produktionsprozessen, sei das die Energieproduktion, industrielle Prozesse und natürlich auch aus dem Verkehr, CO2 herausbringt. Das heißt, Strom produziert, ohne CO2 zu emittieren, in der Industrie die Prozesse durchführt, ohne CO2 freizusetzen und auch den Verkehr individual und auch den Flugverkehr, den öffentlichen Verkehr ohne CO2-Freisetzung durchführt. Im Energiesektor heißt das vor allem, Kohle und Gas durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Also Wasser, Sonne, Wind und Biomasse. Die Salzburg AG hat ihre Stärken in der Erzeugung von Strom, der bereits jetzt vollständig CO2-neutral ist, allen voran natürlich die Wasserkraft. Ja, wir betreiben weit über 30 Wasserkraftwerke, die im Betrieb völlig CO2-neutral sind. Daneben betreibt die Salzburg AG eine größere Anzahl von PV-Anlagen und zukünftig bin ich sehr guter Dinge, auch Windkraftanlagen in Salzburg und möglicherweise auch darüber hinaus geografisch. So, daneben haben wir aber auch für die Wärmebereitstellung, für die Wärmeerzeugung thermische Anlagen, die mit Gas betrieben werden. Ja, ein guter Teil der Wärme kommt heute schon aus nicht kalorischen Quellen, also ist schon dekarbonisiert. Wir sprechen hier von einem Anteil in etwa derzeit von 40%, aber das ist uns noch nicht genug. Wir haben klar gesagt, wir möchten schnell auf die 50% kommen und dann, wenn 50 geschafft ist, natürlich in der Wärmeerzeugung auch noch besser. Beim Strom will die Salzburg AG bis 2040 2 Terawattstunden aus erneuerbaren Quellen erzeugen, fast eine Verdoppelung vom aktuellen Stand. Voll und ganz auf erneuerbare Energien zu setzen, hat aber auch einige Tücken. Denn bis auf die Wasserkraft sind sie nicht planbar. Der Wind bläst oft sehr erratisch. Das muss nicht unbedingt die Zeit sein, wo wir den Strom brauchen. Das Gleiche mit PV. Oft erzeugen PV-Anlagen an einem schönen Sonntag im Sommer sehr viel, wo der Verbrauch gerade gering ist. Auf der anderen Seite im Winter, vollkommen klar, überhaupt wenn Schnee auf den Dächern ist, produziert PV nichts, der Bedarf ist aber hoch. Die Lösung für dieses Problem? Speicher. Zum Beispiel ein Akku, so wie dieser hier. Den kann ich laden, wenn ich zu viel Strom habe und entleeren, wenn ich Strom benötige. Das Ganze funktioniert natürlich auch im großen Stil. Zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerken. Wenn zu viel Strom vorhanden ist, dann wird das Wasser in den Stausee hochgepumpt. Wenn Strom benötigt wird, dann läuft das Wasser durch die Turbinen wieder durch. Und auch an neuen Stromspeicherlösungen wird gearbeitet. Zum Beispiel an Wasserstoffproduktionsanlagen. Dass sich dann, wenn überschüssiger Strom im Netz ist, mit Elektrolyseanlagen den Strom aufnehme und Wasserstoff produziere. Wasserstoff ist ein Gas, kann man zwischenspeichern und dann einige Tage später, wenn die Energie gebraucht wird, dann daraus wieder Strom oder Energie erzeuge.
Möglichkeit 2 sind Batteriespeicher. Die werden heute schon im Bereich von Haushalten gut angenommen und eingesetzt, gerade bei PV-Anlagen in Kombination mit einem Speicher wirklich eine Möglichkeit, hier den Eigenverbrauch deutlich zu erhöhen. Wie funktioniert das? Meine PV-Anlage erzeugt zum Beispiel an einem Sonntag mittags sehr viel. Wenn der Verbrauch klein ist, der Strom wird in Batterien zwischengespeichert und am Abend oder in der Nacht kann man dann beispielsweise das Elektroauto laden oder andere Anwendungen durchführen. Und wie so oft spielen auch beim Thema Dekarbonisierung viele, viele Dinge zusammen. Es braucht kluge Ideen in der Forschung und Mut zur Veränderung. Keine leichte Aufgabe, aber machbar.